Jungs, was ist denn hier geschehen? Ich darf's, denn ich bin Sherlock Holmes, der größte Detektiv der Welt. Nichts kann den messerscharfen Augen des größten Detektivs der Welt entgehen, wenn meine Detektivaugen sehen an. Guten Tag. Ich hatte dich nicht gesehen. Können Sie mir vielleicht erklären, was hier passiert ist? Aha, ich schließe daraus, dass hier etwas passiert ist. Ja, aber sehen Sie doch nur, was hier alles rumliegt auf dem Rasen meiner Freunde. Auf dem Rasen deiner Freunde? Das hört sich sehr nach Arbeit an für... Sherlock Humboldt, lass uns Beweise suchen. Aber gern. Zuerst einmal sehen Sie sich das an, ein Stück Einwickelpapier. Mhm. Und sehen Sie mal hier, hier liegt ein Stück Kuchen mit einer Kerze drin. Ja. Und hier liegen ein paar Papierhüter rum. Und dann hier drüben liegen kleine Tuten. Was bedeutet das? Einen Augenblick, kleines Fräulein. All diese Dinge nennt man Beweisstücke. Aha. Und wenn man all diese Beweisstücke genau untersucht, kann man herausfinden, was hier passiert ist. Vielleicht war hier ein Kindergeburtstag. Nein, ich hab's. Die Krabbelkäfer waren hier und haben ihren berühmten Bonbon-Tanz getan. Was? Ja, alle 7 Jahre kommen die Krabbelkäfer und tanzen ihren berühmten Bonbon-Tanz. Dann blasen sie auf ihren Tuten und hoffen, dass es anfängt, Bonbons zu regnen. Ach, wirklich? Sie haben hier getanzt und in ihre Tuten getutet. Dann haben sie ihre Hüte abgenommen, um darin die Bonbons aufzufangen, wenn es anfängt, Bonbons zu regnen. Ja, aber ich Doch, dachte... Dann hat es leider keine Bonbons geregnet und einer von den Krabbelkäfern hat großen Hunger bekommen und dieses Stück Kuchen entdeckt und es angeknabbert. Aber glauben Sie wirklich das? Dann ist ein großes, scheußliches Monster am Tatort erschienen und hat alle mit Kerzen beworfen. Ein Monster? Und eine von den Kerzen ist in diesem Stück Kuchen stecken geblieben. Oh. Ja. Dann bekam einer von den Krabbelkäfern Angst und hat eine Nachricht auf dieses Stück Papier geschrieben und um Hilfe gebeten. Aber das Monster hat ihm das Papier weggenommen und es hierher geworfen und hat dann die Krabbelkäfer um das Haus gejagt. Und wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, werden sie jeden Augenblick alle wieder hier erscheinen. Toll, das hätte ich nie erraten. Das ist nicht der Rede wert. Das unübertroffene Meistergehirn von Sherlock Holmes hat wieder einen geheimnisvollen Fall gelöst. Mein Geburtstag ist heute, mein Geburtstag ist... Hallo, was machst du hier? Hä? Hallo. Weißt du was? Nein. Wir haben gerade meinen Geburtstag gefeiert. Willst du mal meine Geschenke sehen? Ja, die möchte ich gern sehen. Oh, dann komm mit. Was? Keine Krabbelkäfer haben getanzt? Kein Monster war hier, hat Kerzen geworfen? Keine Bitte um Hilfe? Teufel, wie soll Sherlock Holmes das überleben? Nun hört doch endlich mit dem Geschnatter auf!